Der 4 bis 5 mm lange Erbsenkäfer spielt vor allem in Vermehrungsbeständen und in Gebieten mit hoher Anbaudichte von Erbsen eine Rolle. Der Befall hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Kontrollen sind insbesondere auf Feldern angeraten, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu vorjährigen Erbsenbeständen liegen. Der Erbsenkäfer ist leicht mit dem Ackerbohnenkäfer zu verwechseln, welcher ebenfalls an Erbsen auftreten kann. Allerdings ist das Hinterleibsende des Erbsenkäfers weiß behaart, mit zwei ovalen schwarzen Flecken. Der Zwischenraum bildet den Eindruck eines weißen Kreuzes. Dagegen ist das Hinterleibsende des Ackerbohnenkäfers einheitlich weiß behaart und ohne dunkle Flecken. Die Entwicklung zum ausgewachsenen Käfer findet in der Erbse statt. Vorzugsweise schlüpft der Käfer im Frühjahr durch ein kreisrundes, scharfrandiges Loch ins Freie hervor. In geschützten Vorratsräumen kann der Schlupf schon im Herbst oder Winter erfolgen. Erbsenkäfer können sich allerdings nicht im Lager vermehren, sondern sind ausschließlich Freilandschädlinge. Im Frühjahr verlässt der Käfer bei Temperaturen um die 20 Grad Celsius sein Winterversteck und fliegt zu den blühenden Erbsenfeldern. Dabei orientiert er sich am Geruch und kann Strecken von bis zu 15 Kilometer zum nächsten Feld zurücklegen. Der Befall geht von den Feldrändern aus, da sich dort die Weibchen zunächst für etwa 2 Wochen vom Pollen der Erbsenblüten ernähren, bis die Eier zur Ablage gereift sind. Bis zu 400 Eier kann ein einziges Weibchen an die sich gerade bildenden Fruchthülsen ablegen. Die Larve schlüpft nach 2 bis 4 Wochen und bohrt sich durch die Hülsenwand in den noch nicht reifen Samen ein. Ein befallenes Samenkorn hat zunächst nur mit der Lupe erkennbare Eintrittslöcher. Die Larven fressen den Samen langsam von innen aus, was zum direkten Ertragsverlust führt. Beim Ausdreschen brechen die Samen zudem verstärkt auseinander. Die Keimfähigkeit von befallenem Saatgut wird stark gemindert. Vorbeugend gegen einen Befall sollte ausreichender Abstand zu vorjährigen Erbsenschlägen und mehrjährige Anbaupausen unbedingt eingehalten werden. Darüber hinaus ist gesundes oder eigenes, kontrolliertes oder behandeltes Saatgut zu verwenden. Erntereste und Ausfallsamen sollten durch tiefes Einarbeiten oder Beweidung zerstört werden. Durch die Vermeidung von Erbsenstrohballen lässt sich ebenfalls ein Befall minimieren, da darin oft befallene Samen verbleiben können. Unbedingt ist der Durchwuchs im Folgejahr zu kontrollieren und die Erbsengründüngung ist spätestens zu Blütebeginn zu mulchen. Nach einem Massenauftreten des Käfers wird eine tiefwendende Bodenbearbeitung empfohlen. So werden die Tiere verschüttet. Eine direkte Bekämpfung im Feld ist schwierig, da die Eiablageorte der Käfer durch Insektizide nur unzureichend getroffen werden. Bei starkem Auftreten ist eine Anwendung mit zugelassenen Insektiziden nach der Blüte oft nicht ausreichend. Im Lager sind Kieselgur- und Leerraumbehandlungen gegen Erbsenkäfer wirkungslos. Eine Kohlendioxidbegasung kann aber den Larvenfraß im Samen stoppen und den Käferschlupf in verkauften Produkten verhindern. Befallenes Saatgut sollte vernichtet werden.